Okay, also du jetzt Z2, ich jetzt Z1 und rückwärts. Na, du solltest dir doch was selber überlegen. Aber ist Und doch perfekt so. diesen Vorschlag. Der Vorschlag ist in Ordnung, rückwärts ist in Ordnung. Ist in Ordnung, wird halt nur blöd mit Kathedrale bei dir, ne? Ach, wird lustig. Gut. Na, du wirst halt länger fahren, deshalb. Ja, wir drücken sowieso auf die Tube, na gut. Gut. Hauptsache Dann zusammen. mache ich jetzt mal umgekehrte Strecke an. So, dann nehme ich einfach den A37 mal. Ein A37. Doch, der hat eine coole Lackierung. Ist auch den innen drin was Cooles gegeben? Ja, die. Nee, ich glaube Ach, nicht, oder? sieht ja langweilig aus, Ja. aber. Was haben wir noch hier? Was sieht die? Schön, schön. Schön wär's. Ja, ich nehme den A37. Oder willst du den Nee, fahren? nee, kannst du gerne machen. Dann nehme ich hier so einen Umgekehrte Strecke habe ich an. O530. Ja, Moment. Beziehungsweise du kannst natürlich noch reinspawnen. Ich hole ihn noch hier, ich nehme den. Ja, ich muss mal fix die Tür zumachen, die knallt wegen des Windes. Ja. Ist hier kein O530 mehr? Wir hatten noch ganz viele O530 mal. Warum haben wir nur noch zwei? Na gut, der ist auch schick. Ist immer nervig, wenn du es nicht richtig So zugemacht ist. hast. Und dann. Umgekehrte Strecke an. Ach so, sollten wir die Dinger am Loop fahren oder sowas? Nö, oder? Guck noch mal nach. Streckenplaner. Fahre alle Strecken im Loop-Modus. Ach, Junge. Ja. Und erreiche eine 4-Sterne-Wertung auf beiden Strecken. Willst du noch mal Z2 fahren oder soll ich Z2 fahren? Ja, wir tauschen schon uns jetzt. Wir wechseln uns schon ab. Es ändert jetzt nicht so viel. Naja. Aber die Aber. Z1-Route dauert halt länger. Deshalb. Naja, aber es ist schon besser, wenn ich mehr zum Fahren habe als du, wenn ich aufnehme. Denke ich mal. Das ist auch okay. Ich würde jetzt Dann. natürlich. Also können wir trotzdem Loop und umgekehrt machen? Geht das dann auch? Denke ich nicht. Aber heißt jetzt, ich fahre alle Strecken im Loop-Modus? Alle? Nee, Oder die zwei zwei? erstellten. Denke ich. Probieren wir mal. Ich würde jetzt nur Loop machen. Nummer sicher. Nochmal das gleiche in Loop. Ja? Gut. Glaube, dann fahren wir halt wieder zurück. Kann sein. Freie Fahrt an der ersten Haltestelle der Strecke beginnen. Ja. Ich starte mal meine Fahrt. Gut. Und wir müssen Oh, heute ist ein nationaler Feiertag. Das ist Also gut. nimm Und wir das müssen wichtig. mindestens 4 Sterne jeder schaffen, okay? Also wirklich vorsichtig fahren jetzt. Na, ich sag's nochmal. Ich lasse den Motor hochdrehen und dann. Woo! Mit 30 in die Haltestelle. Wir treffen uns dann wahrscheinlich wieder am ZOB, ne? Wollen wir es so machen? Können wir so machen. Da zeige ich euch jetzt hier nochmal die andere Strecke. Also, Ja, Loop-Modus Rennspitz. heißt halt wirklich nur wieder zurück zur ersten Halbzeit. Wieder zurück zur ersten. Na gut, das geht schon. Und Rundfahrtenmodus wäre dann nochmal zurück, Oder oder wie? Die wieder gleichen zurückfährt. Strecken? Da fährst du hin und wieder zurück. Auf den gleichen Haltestellen, ne? Ja. Ja. Ja, es wird gerade grün, Seht ihr gar perfekt. nicht die Ampel? Na toll. Jetzt muss ich in die Außenansicht gehen. Ah, oh, schlecht gehalten. Nee. Dann kann ich in meinem. Ah, ist schon grün. Oh, im Gegenverkehr. Rot. Scheiße. Oh, Ich habe vorhin aber ja. gerade hier auch eine Oh Querschnitte. Gott. Oi, oi, oi. Da hätte ich fast die Ampel überfahren. Das war knapp. Die
Ja, ich finde, das ist aber auch, also ich hatte ja schon mal den Fall, dass es auf gelb geschalten hat und dann kriegst du schon Rotlichtverstoß. Oh, das ist auch nicht angenehm. Das ist halt überhaupt nicht realistisch, ist halt dumm. Könnte man die jetzt noch ausschalten oder war auch das nicht einstellbar? Nee, das ging nicht auszuschalten. Okay. Ja, der Kollege links von mir. Ich bin jetzt auch Haltestelle Hauptbahnhof. Okay, ich bin schon eine weiter. Ich bin quasi da, wo wir vorhin im Stau standen. Okay, warte, ich fahr einfach mal langsamer, weil Zeitdruck haben wir nicht. Ja, man muss manchmal echt aufpassen, dass man nicht Leute vergisst. Weil manche steigen schon erst so ein bisschen später ein. Ey! Passagiere zurückgelassen, von wegen, Alter! Willst du neu starten? Nee, ich denk mal, das wird schon. 5 Minuten, also ich kann am ZOB warten. Ich starte jetzt nicht neu, wird schon gehen. Mindestens 4 Sterne, das wird ja wohl jetzt gehen, wenn wir keinen Unfall bauen. Wenn der Stau nur nicht wäre. Ja, kann nicht durch mich passiert sein. Ne, ja, das ist ja Altstadt. Ist nicht dafür gemacht für so viele Autos. Ja, aber heute ist doch ein nationaler Feiertag, warum fahren denn die? Fahren alle in Urlaub für heute. Und für heute. Fahren 8 Stunden hin, haben 4 Stunden Urlaub, fahren 8 Stunden zurück. Genau. Schlafen 4 Stunden, gehen dann wieder auf Arbeit. So ist es. Nice. Ein ganzer Tag am alten Sägewerk verbringen sie da. Da fahren sie 8 Stunden hin. Klar, die stehen ja bloß im Stau. Wenn sie nur im Stau stehen, brauchen sie 8 Stunden. Good point. So, nee, das ist geradeaus. Alter, fahrt doch mal jetzt hier, was soll denn das? Also ich fahre jetzt sehr vorsichtig. Ich fahre ja nur 25. Mein Spurwechsel einleiten. Oh. Okay, die Ampelschaltung ist dran schuld. Die ist sehr kurz. Nee. Bist du gerade da, wo vorhin der Bus auch stand? Eine davor noch. Das Problem ist, die Ampeln sind so geschaltet, dass die auf den gegenüberliegenden, also die große Kreuzung vorher, bevor man jetzt in diese Straße einbiegt, hat so einen großen Rückstau verursacht, dass die eben schon auf der nächsten Kreuzung stehen, weil sie rot haben. Und da ist jetzt die Ampelschaltung immer so unpassend, dass die immer noch mehr Stau verursachen, im schlechtesten Fall. Nicht. Oh, scheiße, hier ist doch der ZOB. Servus, der Kollege. Hallo. Du so leicht bedienen, das ist so unrealistisch. Ich kann in jeder Lage übelst leicht kurbeln. Ja. Halte Punkt 6. Dann wirst du wahrscheinlich wieder in der 4 sein. Okay. Möchten die jetzt noch reinsteigen oder nicht? Ich fahre jetzt mir ohne Scheiß. Die steht einfach da am Bordstein jetzt noch. Jetzt fliegt sie durch die Kante. Wetten, die wollte noch einsteigen? Ich mache die Tür nochmal auf. Alter. Türen gehen wieder zu. Ich fahre jetzt los. Sie wetten, die wollte noch einsteigen und es kommt gleich wieder der Fehler. Warum bekomme ich eine Halteposition? Was soll denn das? Wenn der Typ hier direkt vor der Tür steht. Ja. Was soll das? Was? Sie wollen das Ticket sehen? Oh, ich bin Verkehrsmittel. Da kontrolliert mal jemand? Was? Das ist mir neu. Dass man eine Karte braucht. Ja, hier sitzen die zwei gleichen Herren nebeneinander. Die haben die gleichen Animationen. Die Zwillinge. Ich glaube, das sind Zwillinge. Mhm. Das ist korrekt, Mann. So, wo ist der Kollege? So, ich bin an der Kathedrale. 500 Meter entfernt. Mhm. Willst du mich verarschen?
weiß schon gar nicht mehr, wie viel Zeit ich habe. Ich glaube, ich habe nur eine Minute. Ja, eine Minute. Aber das kriegt man doch hin. Wiedersehen. Ich werde den Stau verursachen. Christina ist immer noch amputiert. Die stehen hier schon wieder so dämlich am... Ich sagte, ich krieg jetzt bestimmt jede Haltestelle, krieg ich jetzt bestimmt Abzug, weil ich Leute stehen gelassen habe. Einfach nur, weil die nicht einsteigen wollen, weil die verbuggt sind. Dann fahre ich die Route dann nochmal. Naja, irgendwann. Da liegt das wahrscheinlich wieder am Bus. Welchen hast du? Ja, O530, ist aber ein ganz normaler. Okay, bis jetzt gab es keinen Fehler. Okay. Aber ich fahre jetzt beim ZOB los, weil ich habe nur noch begrenzt Zeit. Okay. Ich habe geblinkt, warum nimmt er das? Ah, doch, hat er. Aber du kannst ein Stück langsamer fahren als vorher, vielleicht kann ich dich dann noch einholen. Ja, ich habe jetzt 5 Minuten bis zur nächsten Haltestelle. Das Problem ist, an der nächsten Haltestelle kann ich nicht anhalten. Du kannst ja langsam bis dahin fahren. Dich mal an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, beispielsweise. Ja, Problem ist, ich muss in irgendeiner Bucht halten, um irgendwie ein bisschen Zeit zu schinden. Denn wenn ich auf der Straße zu langsam fahre, produziere ich ja trotzdem Rückstau. Ja. Kann sein. Wollte er mich einfach überholen, obwohl ich links geblinkt habe? Was denkt er, was ich gleich mache? Rechts abbiegen. Ja. Ich meine, ist es... Fahren Sie ein Rennen? Nee, fahre ich nicht. Komisch, dass Sie sich möchte für alle beschweren. Ach, da ist ja schon die... Möchtest du eigentlich beim Einbau der SSD dabei sein? Eigentlich ja schon, oder? Inklusive Installation von Windows und Einrichtung all dessen? Ja, gut, okay. Naja, ich sag's bloß. Also, das Ding ist da, heute angekommen. Ja. Da müssen wir bloß mal einen Zeitpunkt finden. Dann können wir nämlich infolgedessen auch mal endlich wieder was aus dem Büro streamen. Ja, ja, sehr gerne. Problem ist... Die Zeit, ich weiß. Ja. Alte Bucht 4. Alter, wie viele Leute hier stehen. Die fahre ich doch schon wieder fast alle tot. Reden wir dann nochmal. Gut. Ja, wollen sie auch einsteigen, hm? Rein geht's hier in die Olga. So, ein freier Tag ist schon was Feines, ne? Dann Türen schließen. Oh, die haben wir noch eingequetscht da hinten. Die wollen auch noch alle einsteigen. Kommt rein jetzt hier. Alter, die sind doch. Zum Feier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Die sind ja schon alle geisteskrank. Die hören Geräusche, wo keine sind bei mir. Nicht. Und vor der Kuppe. Ich sollte ja lieber vorsichtig fahren. Ich ziehe schon wieder einen Tross hinter mir her. Ja, wir müssen aufpassen, na, kein Unfall. Ja, ich weiß, aber ich fahre halt gerade mit 20 hier außerorts entlang und deshalb... Ja, noch merke ich davon nichts. Nicht, dass du dann quasi wieder dastehst. Ja, da gebe ich dir Bescheid. Bis das alles reagiert, ich halt einfach der nächsten möglichen Haltepunkt mal kurz an. Okay. Ich kann jetzt Gas geben. Ich habe 5 Minuten Zeit. Bin gerade raus und fahre gerade. Ja, fahr gerade auf der schnelleren Straße jetzt Richtung Kreisel. Da wäre mir fast reingefahren. Mann. Bin jetzt aus Seaside Valley raus.
bin jetzt quasi in Westside. Mhm. Das können jetzt alle vorbeifahren. Gibt eigentlich Bonuspunkte, wenn man jetzt hier rechts blinkt beim Einbiegen in den Kreisverkehr? Keine Ahnung, probier's mal aus. Yo, du kriegst Blinker korrekt eingesetzt beim Blinken in den Kreisverkehr hinein. Es entspricht zwar nicht dem, was ich mal gelernt habe, aber hey. Ja. So, bin jetzt an der Haltestelle. Piesekogelgrange. Doch! Ich sehe dich! Perfekt. Piesekogelgrange. Steigen Sie ein! Also ich bin derzeit sehr wahrscheinlich bei 5200. Mehr mache ich nicht. Mehr machst du nicht. Jetzt kommen wir nur noch in die armen Gefilden. Und weiter geht die wilde Fahrt. Sobald du in die Stadt fährst, fahre ich dann los. Gut. Also ich sehe es ja auf der Karte. Ja. Ist die Linkskurve. Ist jetzt auf Höhe der Kuppe. Da wurde ich überholt. Und jetzt gleich siehst du das Ortseingangsschild. Genau. Und deshalb fahre ich los. Jetzt bin ich in Westfield. Jetzt wurde sich auch schon beschwert, dass ich zu schnell fahre. Wie viel Zeit hast du jetzt bei dir noch auf dem Timer? 1,5. Oh, das ist ja entspannt. Nur eben. Ich bin bei 6,30. Also ich verlasse jetzt Westside. Ja, bin hinter dir. Achso. Vorsicht, Vorfahrt beachten. Passt schon. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Oh, Fußgänger, Gefahr, Gefahr, alte Rentnerin. Der alte Mann war gestern im alten Sägewerk, hast du das gehört? Kann doch nicht sein. Wie der alte Mann? Ja, der alte Mann hat das gerade gesagt, dass er gestern im alten Sägewerk war. Ich dachte, die spielt da bloß moderne Musik. Na, vielleicht mag er moderne Musik. Mhm. Er hat auch irgendwann mal satt seine ganzen alten Scheißkamellen. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Holzmichel noch? Holzmichel noch? Das war zu sehr am Original. Wir müssen jetzt aufpassen wegen Demonetarisierung und so. Ich lass mal einsteigen, ist nur schwer zu erkennen bei dieser Menschentraube hier. Oh Gott, jetzt sind sie bei mir auch alle gespawnt. Ist das ja gruselig. Die rennen mir doch gleich wieder in den Wagen rein, Alter. Darfst nicht so weit ranfahren. Ja. Denk eh nicht. Ja. Oioioio, der ganze Tross setzt sich bewegen. Ja, die kommen alle zum Hintergerannt, das gibt's doch nicht. Ach, du stehst auch an der Haltestelle? Hinter dir, jetzt bin ich. Ich hab noch nicht die Türen geöffnet. Ich fahr erst ran, wenn du ran bist. Durch bist. Ja, ich kann es schwer erkennen. Sind die jetzt alle rein? Ja, ne? Ich schätze, ja. Jetzt kommen sie wieder zu mir, weil ich gerade gebremst habe. Jetzt gebe ich wieder Gas, jetzt kommen sie wieder vor. So, halt mal ein bisschen Abstand hier. So, hereinspaziert die Herrschaften. Na, sag mal. So. Tolle rote Haare. Schön orange Hose. Festlich gekleidet, die Herren und Damen. Rein oder raus? Das ist jetzt die Devise. Türen schließen in 3, 2, 1. Alter, ich fahre doch jetzt an, wenn ich hier losfahre. Da kriegst du bestimmt Minuspunkte. Also einsteigen wollte sie nicht. Gucken wir mal. Wartet auf den nächsten Bus. Ja, genau, das können wir so machen. Der Bus war einfach zu hässlich. Ja. Oder vielleicht auch schon voll, das kann ja auch sein. Oh, ich blick ja noch.
bevor der Bus voll ist, also in diesem Spiel voll ist, ist der Busfahrer voll. Das ist möglich. Guck mal auf der, also bevor du quasi zu Steineck reinkommst, den Berg runter, hatte ich gerade einen fliegenden Zaun. Rechts. Ja, den habe ich auch gerade gehabt, jawohl. Ah, sehr schön. Interessant. Dann wie ist kann das man das übersehen beim Map erstellen? Okay, ja, das muss man aber beobachten, ob das immer noch so ist dann oder ob das jetzt gerade. Ja. Stimmt, wenn das eine Map-Sache ist, dann wird das einfach nicht gefixt worden sein, warum auch immer. Ja, oder sie waren ganz cool. Klar, die Ausreden halt immer. Oh ja, aber diesmal andersrum. Ja. Die Ampeln sind aus, ihr passt unter diese. Bist du eigentlich hinter mir? Ja, ein bisschen weiter, 100 Meter hinter dir. Ist noch ein LKW, zwei Autos Blau, zwischen Auto. Uns, genau. Das ist hinter mir, das sehe ich, aber mehr sehe ich nicht. Weil dann die Spiegelauflösung wahrscheinlich nicht ausreicht. Ja, bestimmt. Wieso die FPS der Spiegel ist herabgesetzt, wenn du mal vergleichst. Ja, ja, aber das ist ja häufig so, war bei Umsi zum Beispiel auch schon. Oft so. Das ist ja das Schöne bei Beamen G-Drive mittlerweile, kannst du es einstellen. Da kannst du sagen, Spiegel, gleiche FPS wie auch das normale Spiel. Wiederum, da modellieren die Spiegel nicht das, was du wirklich sehen würdest, sondern quasi nur den Rückblick. Mhm. Also mehr oder weniger dein Fahrzeug ausgenommen. Wie als ob du selber nach hinten gucken würdest. Ja, also im Auto dein Fahrzeug ist wirklich nicht da. In den Spiegeln ja. Ist nur der Rückblick ohne ja, dein Fahrzeug. Ja, okay. Na, das ist halt auch nie ganz Heck so cool. An. Aber ein bisschen so interpoliert, glaube ich, wirklich, dass du denkst, dass es von deiner Fahrerperspektive aus ist. Also du hast so einen Weitwinkel wiederum. Mhm. Dann, also ich keine Ahnung, wie es genau funktioniert. Genau, weiß ich nicht, wo die dann den Punkt setzen, wo es quasi nach hinten blickt. Aber es wirkt realistisch und es fehlt aber dein Auto, was du siehst. Ja, ja. So, ich bin jetzt an der Bootsbauerngasse. Ich bin jetzt, glaube ich, gleich wieder direkt hinter dir. Ja. Bis jetzt gab es noch keinen Unfall bei uns. Nee. Gib mir auch Mühe. Wunderbar. Reinspaziert. Also ich kontrolliere jetzt mal. Ach, das mal, dann mache ich mal mit. Haben wir eh noch Zeit in die ganzen 20, 30 Leute, die eingestiegen sind. Eine Hammerwicht. Ist schon wieder klar. Jo, ne? Ich auch. Im Zug, aber nicht bereit, die Fahrkarte zu machen. Von wegen habe ich vergessen. Aha. Genau die gleiche Person nochmal. Ja, also eine habe ich. Ja, zwei. Bin fertig zum Weiterfahren. Ich noch nicht. Mir sind viel zu viele Leute drin. Die wollen viel zu gerne kontrolliert werden. Ja, die freuen sich auch. Oh, danke, dass Sie mich nochmal kontrollieren. Das ist so nett von Ihnen, dieser Service. Ja. Guck mal hier, die Menschentraube hier rechts. Ja, wo die jetzt wohin gehen? Zum alten Segel. Zum alten Anlegesteg. Zum alten Hafen, zum alten Ölhafen. Ja, da ist auch immer tolle, laute Musik. Mhm. Ja. Weißt du, die geht so. Das ist Dubstep.
Das ist echt geil, was du mit normalen Geräten eigentlich für Musik machen kannst. Mhm. Oh, du bist, ja. Das war nur einspurig. Mhm. Ich habe aber auch nur mit einer Hand gelenkt und musste nochmal nachdrücken. Ganz dran an der Bierflasche oder was? Ja. Das Bild hätte ich jetzt gerne als Thumbnail. 48 um die Kurve. Ja, ja, ich war nur bei 40. Ach scheiße, ich habe vergessen zu blinken. Ja. Ich blinke mal rauswärts, aber da gibt's keine Punkte. Doch, gibt's manchmal auch. Manchmal, ja. Ja, ja, ist manchmal, ja, ja. Ich habe noch nie Punkte da bekommen. Ich hab's gerade bekommen. Jetzt reden wir nochmal richtig auf 84. Oh, oh, da sehe ich schon den Unfall kommen. Welchen Unfall? Naja, die fahren hier alle so wackelig, so laggy. Ja, das siehst du nur im Spiegel. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Bei mir kann einem das Wochenende kommen, aber. So, jetzt muss ich den hier mal rechts vorbeilassen. Damit ich hier wieder einscheren kann. Astra. Blinken nicht vergessen. Ja, naja, ich muss ja erstmal abfahren. Also, ja, danke. Jetzt erscheint bei mir unten einfach ein weißes Textfeld. Wo theoretisch jemand hätte was sagen sollen, aber es war einfach leer. Ja, die Leute sind mittlerweile einfach faul. Die stehen neben sich. Oh, hier stehen sie ganz schön an. Zum Links abbiegen. Also wenn du vom Auto von der Autobahn abfährst, Achtung. Okay. Ja, es geht. Im Schritttempo voran. Meine Tasche. Er hat seine Tasche vergessen. Oh, na, da drehen wir nochmal um. Ja, ich fahr zurück. Kannst den nächsten Bus nehmen. Nee, 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 du wartest. Ich fahr jetzt hier rein. Schwarze Lieferwagen, ganz komisch. Ach, war noch genügend Platz. So. Schon komisch, dass hier eine Frau einfach über den Bürgersteig geht. Ey. Heute andere, der Schwarze, der links gerade überholt hat, der hätte die fast überfahren. Ja, Vollidiot, einfach nur. Alter, jetzt zieht er hier rein. Jetzt zieht er hier rein, das gibt's überhaupt nicht. Alter, die musst du aus dem Auto ziehen und einfach nur mal auf die. Naja. was ich eigentlich sagen wollte, ich find's schön, dass du von der Autobahn aus die Berge siehst, aber nicht die Hochhäuser. Hm, stimmt. Also ich habe jetzt nicht aktiv nach rechts geguckt, aber müsstest du die nicht eigentlich sehen? Gerade wenn du unten losfährst vom Hafen da. Eieiei, hier ist schon wieder so eine Menschentraube. Endstation. Ach nein! Und ich dachte, wir haben ja schon die Endstation erreicht, aber wir müssen ja nochmal zurück. Wir müssen nochmal zurück. Dann. So ein schöner Tag. Ja, werte Frau, ich muss arbeiten. Es ist kein schöner Tag. Kann er hier nochmal Screenshots machen gehen? Bist du soweit? Ja. Wenn du soweit bist, geht's weiter. Ganz schön noch Stau. Ja, weil ich links geblinkt habe. Ah. Bisschen auch ein Hack.
Ja. Ein Lifehack, ja. Ein Lifehack für Busfahrer. Ein Bushack quasi. Rathaus, die Endstation. Will jemand über die Straße? Nee, gut. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina! Gehst du Freitag ins alte Sägeberg? Nein, ich muss Samstag arbeiten. Was ist das für eine Begründung? Hat am Ende Spätschicht und könnte trotzdem ausschlafen. Weißt du was? Hans hat eine Zwillingsschwester. Nein. Christina. Ist eine Amputierte? Die ist amputiert bestimmt, habe ich mal irgendwo gelesen und gehört. So, denk dran beim Kreisel. MO Mobile. Get in touch. Ja, genau, beim Kreisel blinken. Ich bin irgendwo angeeckt. Nee. 1200 schon. Oh. Ob das noch für den vierten Stern jetzt reicht? Wir werden es sehen. Bleiben Sie dran. Das sehen Sie in der nächsten Folge. Zwei Vollidioten fahren Bus-Simulator. Da brauchen wir jetzt noch so einen coolen Intro-Song. Wir waren zwei Freunde, Toni und ich. Wir freuten uns sehr, doch wir wollten noch mehr. Es waren die besten Freunde, oh yeah. Sie fuhren den ganzen Tag hin und her mit dem Bus-Simulator. Ich hätte gern noch eingebaut gehabt, ein Bus und ich. Quasi so. Ja. Aber wie? Da bist du jetzt gefragt, Toni. Nintendo. Sorry. War's einfach, aber wie? Wegen Nintendo. Ach so. Oh Gott, das habe ich nicht mal mehr verstanden. Um sorry. Die ja, ich weiß. Ah, ja. Das war einfach zu weit hergeholt. Das ist... Oh Mann. Late-Night-Session halt. Ja, und mein Kopf ist kaputt. Also das ist so... Und du bist falsch gefahren. Nein. Mir sagt, sie soll hier rechts rum. Achso, na natürlich. Ja, du musst ja auch zum Rathaus. Stimmt, die haben ja zwei unterschiedliche Punkte. Jetzt fahre ich hier außen rum nochmal diesen blöden Abstecher. Ja. Jede Kurve mehr steigert die Gefahr für einen Unfall. Ja, vor allem jeder Kreisverkehr bei mir. Ja. Ich weiß nicht, was ich mitgenommen habe. Ja, das ist vielleicht wieder irgendwie diese Mittelkante da vom Kreisverkehr oder irgendwas, ein Bordstein. Keine Ahnung. Ach, jetzt habe ich mit dem rausgefahren und korrekt geblinkt. Interessant. So, hier rechts geht's übrigens für alle, die es interessiert, zum alten Sägewerk. Sonderhalt. Einmal alles aussteigen. Wir sehen uns dann am Montag wieder. So, hier können wir uns doch bestimmt schon mal links einordnen. Zack, ja. Und nun geht es noch in Richtung Einbahnstraßenwirrwarr, wie ich das schon wieder sehe hier. Eieiei.
Kann ich hier nicht einfach links abbiegen? Oder ist das... Oder ach so, das ist vielleicht noch die Route von vorhin. Ja, okay. Ja, das ist die Route von vorhin. Okay, weil das sah jetzt schon wieder aus, als ob ich hier ganz viele Einbahnstraßen irgendwie folgen muss und es deswegen so wirr wird. Nee, immer dem dunkelblauen. Ja, dann bleibe ich hier. Da haben wir ja schon da vorne die Zielhaltestelle. Ja, ich bin jetzt auch da. Perfektes Timing, gute Halteposition. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Oh nein! Tschüss. Sag trotzdem tschüss. Oh, Mist. Die eine vom ZOB ist mit dabei. Die hat gesagt, bis dann. Wo wartet ihr jetzt? Das ist jetzt peinlich. Mist. Das hat keiner gehört, ne? Nö, nö. Ja? Gut. Schnell Alt F10 für Videobeweis. Dann ist alles gut, ne? Also, gut. Habe ich auch nichts gesagt. Nö, nö, ich weiß nicht, was du meinst. Ist okay, ja, gut. Zwei Kollisionen hatte ich angeblich. Wie viele Sterne? Ja, 4. Uff. Hoffentlich passt das. Mann, oh Mann, ey, das reicht jetzt aber auch hier für die Schicht. Rathaus und dann ab ins Bett. Zack. Zweimal Passagier zurückgelassen, ansonsten alles wunderbar. 10.000 Kröten und knapp 4,6 oder 4,7 Sterne. Jawohl, aber wir haben das nicht erreicht. Schade. Ja, okay. Danach hat deins vielleicht nicht ganz gereicht. Ach doch, steht da sogar, wenn du drüber hast, Strecke 1 fertig, Strecke 2, fahre die Strecke Z2 Hauptbahnhof Südspeichen, da reicht ja eine Zufriedenheit von 4 oder mehr Sternen. Also deine müsste man da nochmal fahren. Z2. Genau, die Z2. Gut, fahre ich jetzt nochmal. Also ich gehe jetzt ins Bett. Ich weiß. Okay. an der Stelle, danke fürs Zusehen. Danke fürs so lange dabei bleiben. Vielleicht gibt es bald die nächsten Folgen, vielleicht auch nicht. Aber so wie ich Toni kenne, fährt er anscheinend. Es wird auf jeden Fall mehr geben. Ich will den Flughafen noch sehen. So ja, crap stimmt. Spielt auch ist. Ja, ich das glaube, stimmt. Der Flughafen treibt mich an. Das ist halt leider Gottes so. Das ist spannend. Also ja, Sonnenstein ist ja eben noch, da ist ja noch ein ganz schönes Areal mit Kerststadt und so weiter. Kerststadt. Genau, da ist auch. Ist auch am liebsten aber. Hätte ich gern mal alle Linien gelöscht und mal coole, krasse Linien durchgelegt, aber ich habe keine Zeit, keinen Nerv. Aber muss man doch dann auch jede nochmal neu fahren, damit die auch wieder Geld bringen, oder? Ja, aber wenn du irgendwann genügend Geld hast. Ja. Ich meine, ich rede jetzt für Zukunft. Klar, klar. Zukunft, klar. Zukunft. Zukunft. Also so in der Zukunft. Okay. Ne? Ach so, na dann. Wenn du sagst, also, in Zukunft. Zukünftige Zukunft. Verstehst du? Ach so, als die dann erst kommt, ne? In der Zukunft dann. Ja. Das genau, genau. Ah, später erst, ne? Aha, nee, die gestrige. Okay, dann ist das schön. Genau. Nee. Gut, gut. Wo gehen wir denn da hin? Naja, in die Zukunft, ne? Na nee, wenn wir gestern sind, dann sind wir in der Vergangenheit. Na dann. Schlaf gut. Und hast du die Aufnahme jetzt beendet? Noch nicht, aber würde ich jetzt machen. Also danke fürs Zuschauen, bleib chaotisch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sagst du auch noch tschüss? Tschüss.